ihr habt uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben das Ganze mal ein bisschen recherchiert. Und es ist eigentlich gar nicht gefährlich, aber wenn man schwanger ist oder schwanger werden will, dann ist es sehr gefährlich. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hi! Sarah hat ihren Einsatz verpasst, denn es hat direkt an der Tür geklingelt. Und es geht drunter und drüber bei uns, schau, denn... Da kommt, schau mal, Schatz, schau mal. Wer mal. Kommt da? Schau, ah ja, Mia freut sich immer so. Schau mal, wer kommt da? Wer kommt da? Hallo! 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 Guten Morgen! Ja, Mia freut sich immer mega, wenn Besuch kommt, ob es meine Oma ist, ob es Freunde sind oder sonst irgendjemand. Selbst beim Postboten freut sie sich, warum auch immer. Ja, aber bei uns geht es gerade, wie gesagt, drunter und drüber. Wir sind auch ein bisschen im Stress, denn für uns geht es heute auf eine Hochzeit. Und Sarah ist schon voll in ihrem Outfit drinnen und eigentlich ready. Nein, eigentlich mal gar nicht. Rebecca macht jetzt meine Haare und mein Make-up und gleich werde ich aussehen wie eine Prinzessin. Kriegen wir das mit mir hin auch, Rebecca? Ach, Logo, hallo. Kriegen wir das mit mir hin auch? Soll ich auch gerade. Deutsch ist gerade richtig schlecht. Mach einfach die Kamera aus. Okay, ciao. Wir sind hier schon voll dabei. Rebecca machte meine allererste Hochsteckfrisur. Oh, ja. Ganz krass. Richtig schön. Ja. Aber ich glaube, könnte echt geil ausschauen, aber ich glaube, sie braucht noch eine Weile. Ich gebe jetzt mal Zeit. Auf jeden Fall hat Domi mir was zum Frühstücken gemacht. Ist jetzt nicht mehr so viel da, aber es waren Eier, wie immer. Und ein bisschen Tomaten und Gurken. Ja, und wir haben uns jetzt gerade hierhin platziert. Hier im Gang, also so im Wohnzimmergang. Weil da haben wir gutes Licht, Spiegel, Steckdose. Und da hinten frühstückt. Hallo. Noch der König. König will er genannt werden, hat er gesagt vorhin. König Harrison. Ja. Dance Session. Wow. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile beim Make-up angekommen. So sieht's hier aus auf unserem Esszimmertisch. Und es wird richtig gut auf jeden Fall. Was macht ihr? Das ging auf die Knie. Schaut mal, wie ihre Knie ausschauen. Das kommt vom ganzen Rumspringen. Ach, das ist die Papa-Seite, gell? Auch voller Narben. Männlich. Oh Mann. Auf Zehenspitzen. Ah ne, nur rechts. Wie es daheim schon wieder zugeht, ey. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig und ich bin so verliebt in mein Make-up und in meine Haare. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt alles zusammengepackt. Hier sind unsere drei Outfits drin, meine Schuhe. Ich nehme gleich drei Paar Schuhe mit, weil ich noch nicht weiß, welche ich anziehe. Noch den ganzen anderen gruscht. Domi hat gerade noch Müll runtergebracht und Mia nascht. Und jetzt gehen wir los, oder? Geil. Gehen wir los? Kriegt Mama auch eins. Danke. Oh, Mia liebt diese Käsefüße. Seht ihr das? Die sind so lecker, gell? Sag njam, njam, njam. So, jetzt schaut mal, wie vollgepackt wir sind. Anstatt dass wir einen Koffer nehmen, nehmen wir 800 Taschen mit. Und ein Zwischenstopp. Mia, da darf man nicht rumdrücken. Ja, nicht drücken, nein, nein, nein. Nein, nein. Hör auf jetzt. Wir fahren immer in jedes Stockwerk. So, und Sarah schaut jetzt hier noch nach einer Karte. Und wie immer kann sie sich nicht entscheiden. Die Auswahl ist einfach zu groß. Und wir beide Hübschen warten jetzt hier auf Mama, gell? Warten wir? Ja. Ja, Mia wird wahrscheinlich gleich ihre Äuglein schließen und dann ihren Mittagsschlaf machen. Und wir brauchen ungefähr... Aber wir kommen voll gut durch. Es sind 260 Kilometer und wir brauchen 2 Stunden 20. Ich habe die ultimative Karte gefunden.
Auf jetzt und ewig. Auf die. Ah, wie genau? Warte, pst. Keine Ahnung. Unendlichkeit. Yeah, auf jeden Fall ist eine geile Karte. Gell? Ja, Hammer. Die kleine Maus schläft jetzt. Wir sind extra so losgefahren, dass die dann auch ihren Mittagsschlaf machen kann, damit wir in Ruhe Auto fahren können. Wir haben jetzt ungefähr. Habe ich schon alles gesagt. Echt? Team Ares, da weiß ich schon Bescheid. Wir haben eine besondere Bindung. Ich wollte auf jeden Fall noch was erzählen. Das letzte Video, was online gegangen ist, war ja das Video, wo wir im Reisebüro waren, wo wir unsere Hochzeitsreise geplant, fixiert und eigentlich auch direkt gebucht haben. Ja, jetzt haben wir das Video hochgeladen und ich muss mal dazu sagen, dass wir natürlich auch unsere Kommentare lesen und uns auch immer sehr freuen, wenn ihr Feedback da lasst. Und ein Kommentar ist ziemlich oft gekommen. Und zwar, dass es, wenn man, also es ist ja kein Geheimnis, dass wir uns ein Geschwisterchen wünschen für Mia nach der großen Hochzeit. Und ja, und die, wo das dann auch gewusst haben, haben sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen informiert oder wussten das schon. Aber in den tropischen Ländern, unter anderem auch auf den Malediven, was ja unser Reiseziel gewesen wäre für die Hochzeit, gibt es ein bestimmtes Virus. Kann man sagen? Bestimmten Virus. Bestimmtes? Ja, bestimmten. Bestimmtes. Der Virus. Bestimmtes Virus. Okay, kommentiert mal unten bitte, wer recht hat. Bestimmtes Virus oder bestimmter Virus? Bestimmter Virus, der Virus, nicht das Virus. Ist ja wurscht, ihr wisst, was wir meinen. Ne? Und dieses Virus wird übertragen dieser durch... Virus. Dieses Virus. Dieser, egal. Egal, wir sind so kleine Schnacken, so wie bei uns auch. Und auf jeden Fall haben die halt irgendwie diesen Virus halt in sich. Und wenn die einen stechen und man kann sich ja auch nicht so... Also man kann davor nicht weglaufen, ne? Weil die sind so schnell und so klein und so. Also ganz kurz, das sind Schnaken. Die sind nicht nur nachtaktiv, also es gibt ja sehr viele Schnaken, die stechen nur in der Nacht oder so, sondern diese Art von Schnaken, die stechen auch tagsüber. Schnaken und stechen ja auch hier tagsüber, Schatz. Ja, aber nicht alle. Auf jeden Fall ist also, es ein... Hier ist der Virus? Zika-Virus. Zika-Virus. Und ihr habt uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben das Ganze mal ein bisschen recherchiert. Und es ist eigentlich gar nicht gefährlich, aber wenn man schwanger ist oder schwanger werden will, dann ist es sehr gefährlich. Und die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, also ich glaube so 1-2% oder so, aber... Nichtsdestotrotz ist das Risiko da. Natürlich kann es auch uns treffen und wir wollen das Risiko einfach nicht eingehen. Genau. Ja, und wir haben ganz viel im Internet gelesen und da steht es halt dann auch drin, ne? Das Zika-Virus ist eine durch Stechmücken in tropischen und subtropischen Regionen übertragbare Virusinfektion. Sie verläuft in der Regel harmlos, infizieren sich Frauen in der Schwangerschaft mit dem Zika-Virus, kann es zu schweren Fehlbildungen beim Baby kommen. Ja, wenn man sowas liest, dann kann man... Wie geht's einem? Ja, dann kann man egal, mit ruhigem egal, Gewissen egal, wie klein nicht. Das Risiko ist, man kann es einfach mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dass da was passieren kann. Geht einfach nicht. Ja, und da das so nicht nur auf den Malediven so ist, sondern in allen tropischen Ländern, wo wir eigentlich uns unsere Hochzeitsreise ganz gut vorstellen könnten, ist diese jetzt erstmal hinfällig. Ja, aber es gibt einfach Dinge, Prioritäten im Leben und es ist jetzt momentan einfach auch unsere Familie und deswegen fällt es auch einem gar nicht so schwer, jetzt einfach auch mal zu sagen, nein, verschieben wir unsere Hochzeitsreise 2-3 Jahre oder wir suchen einfach eine Hochzeitsreise aus, wo jetzt vielleicht ein bisschen kälter ist. Schwarzwald. Zum Beispiel. Heute gehen ganz, ganz liebe Grüße an... Deborah Hutter. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. So, dann kommen wir auch zur zweiten Info. Da wollten wir euch einfach auch mal so auf dem Laufenden halten. Ihr wisst ja, wir haben die Pläne, nach Amerika zu gehen, nach LA zu gehen und dort auch zu bleiben, uns da was aufzubauen. Aber manchmal oder ganz oft kommt es einfach auch ganz anders wie geplant oder was man sich einfach auch so vorstellt. Wie auch schon erwähnt, und die erste Priorität ist einfach Familie. Darüber haben wir uns nochmal ganz viele Gedanken gemacht. Ist es so schlau, die ganze Schwangerschaft in LA zu sein? Andere Ärzte, andere Vorsorgeuntersuchungen, da ist einfach alles anders. Und wer weiß, vielleicht bin ich
mit den Hormonen in der nächsten Schwangerschaft so am Durchdrehen, nur am Spucken und nur am psychischen Terror, keine Ahnung was, ne, dann ist es auch nicht so spaßig. Jetzt erwarte ich ein bisschen Mitleid. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach immer für die Männer, ne? Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt und eigentlich der größte Punkt. Wir haben ganz große Pläne. Wir arbeiten an ganz großen Projekten, ne, wo wir euch auch bald ein bisschen informieren werden. Ne, und es braucht dann doch noch viel, viel mehr Zeit als eigentlich erwartet. Mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Kontrolle, alles was dazu gehört. Und das ist einfach einfacher, das Ganze von hier zu handeln und zu organisieren. Viel einfacher. Als von... Also zieht sich das halt immer mehr in die Länge. Ja. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, erstmal die nächsten 1,5-2 Jahre braucht es, glaube ich, schon, gell? Krass, ne? Dass wir mindestens noch in Deutschland bleiben müssen, damit wir da wirklich auch dranbleiben können. Und nichtsdestotrotz wäre es ja langweilig, wenn jetzt gar nichts passieren wird. Wir haben uns so im Kopf gesetzt, dass wir aber irgendwas Neues brauchen in Deutschland. So also neuen irgendwie Tapetenwechsel, einfach mal so eine. Einfach neu an. Sagt man neu Nee. Keine Ahnung, einfach so neue Energie, Upgrade. Tapetenwechsel trifft es doch gut, oder? Das habe ich dir schon gesagt. Hast du schon gesagt? Hab ich schon. Boah, keine Ahnung. Ein Tapeten-Upgrade-Wechsel. Tapeten-Upgrade-Wechsel. Okay, wir halten das nicht mehr aus in unserer Wohnung. Wir brauchen einfach was Neues, wo wir uns nochmal neu ausleben können, wo wir einfach neue Möbel, neue Wohnung, neue Spirit. Einfach, wir wollen umziehen. Und wir werden auch umziehen. Oh ja. Und wir haben auch schon was. Oh ja. Also ihr könnt euch auf richtig coolen und Content freuen in den nächsten Wochen. Man kann es ja wagen. Wir ziehen sogar noch vor der Hochzeit um. Sind wir dumm oder sind wir dumm? Wir ziehen jetzt wirklich noch vor der Hochzeit. Das ist so stressig, Alter. Ja, wir werden euch auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen war es jetzt auch einfach, glaube 2 Wochen etwas ruhiger hier, weil einfach Hochzeitsplanungen, wir sind verpflichtet, die ganzen Sitzpläne, die ganzen Zimmeraufteilungen, Gäste, einfach Essen, wir müssen alles noch planen. Das Kleid muss perfekt, das sind die Anzüge, einfach alles muss noch erledigt werden. Dann natürlich der, ich glaube, ich habe im Video schon 6 Mal gedient. Der Umzug, Möbel, der Auszug dann auch von der neuen Wohnung, dann kein LA. Organisation, alles. Hochzeitsreise planen und irgendwie kommt es dann doch nicht zustande. Also es ist wirklich nicht langweilig. Und wir sind noch älter, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen haben wir es die letzte Zeit gar nicht geschafft, so viele Videos zu drehen. Aber es war ja schönes Wetter, ne? Ihr wart ja, denke ich, beschäftigt und wart schön beim Baden. Und ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch eine Weile und zeigen euch dann gleich noch, wenn wir uns fertig machen im Hotel. Unsere Outfits. Wir sind im Arsch. Richtig am Arsch. Am Arsch, ja, ja. Denn wir standen ewig lang im Stau. Und jetzt muss man Gas geben und sich beeilen. Weil wir sind in 5 Minuten da und in 25 Minuten beginnt die Hochzeit. Aber wir müssen ja davor erstmal im Hotel ankommen, einchecken, umziehen, fertig machen und dann noch zu dieser Location fahren, die 10 Minuten von unserem Hotel entfernt ist. Scheiße. Unser Hotelzimmer. Deinen ganzen Arsch sieht man, Schatz. Gerade mich gefilmt? Ja, dein Arsch. Okay. Schatz. Ja, unser schönes Hotelzimmer. Übrigens können wir uns kurz einen Moment Zeit lassen, gell? Ja. Weil wir Entwarnung bekommen haben. Ja, ich habe nämlich den Pietro angerufen und habe ihn gefragt, ob es jetzt um 17 Uhr losgeht oder also Beginn ist oder schon die Trauung. Und wir haben noch, ich glaube, eine halbe Stunde Puffer haben wir. Also wir können uns jetzt kurz fertig machen und dann gut aussehen dort am Tanzen. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns jetzt auf die Hochzeit. Und dieses Zimmer... Ist cool. Ist cool. Die haben uns geupgradet hier an der Rezeption gerade. Die ist so, oh ja, wir haben euch zu einer Suite geupgradet. Und das sieht echt ganz nice aus. Ja. Schaut, also hier Wohnzimmer. Und da hinten Schlafzimmer. Schatz, dein Einsatz. So, Madames Kleid ist angerichtet. Wow! Woher hast du dieses schöne Kleid? Schön, gell? Mhm. Ich liebe es.
Was nochmal? Ich liebe es. Nochmal? Ich liebe es, danke schön. Hey, hast du eigentlich schon gesagt, woher du dieses Kleid hast? Diesen wunderschönen Rückenausschnitt an. Yes. Ja, was soll ich sagen? Ich kenn's ja. Aber es ist Hammer. Das hat mir Domi, wo wir zusammengekommen sind, geschenkt. Das ist jetzt ungefähr 5-6 Jahre her. Mhm. Und sie hatte es nicht einmal an. Ja, ich weiß noch, damals zum Valentinstag habe ich es ihr geschenkt. Es war bestimmt für diesen Tag, Schatz. Ja. Ich weiß nicht, früher habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da jetzt mache ich ja noch mehr Sport und jetzt fühle ich mich irgendwie so. Jetzt so, das passt zu mir. Alles klar. Oh. Schau gut aus. Ich liebe dich, danke für das wunderschöne Kleid. Du hast dich vor 5 Jahren schon bedankt. Was für eine schöne Prinzessin bist du denn? Wow! Okay, reicht das schon, ha? Huh? Das Kleid, was sie anhat, das haben wir mal in Istanbul gekauft. Wow, und jetzt passt es. Wunderschön! Toll, ist gell? Ja. Und jetzt kommt das ultimative Outfit von Dominik! Oh, und seht ihr? Rosa. Ich habe mir ein paar rosane Akzente geholt. Und somit passen wir alle zusammen. Ich habe extra schwarze Schuhe jetzt angezogen. Ja, wir gehen jetzt auf die Hochzeit und die Kamera lassen wir da und versuchen es einfach komplett zu genießen. Und wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Warte, ihr müsst auf Instagram vorbeischauen. Wir laden richtig schöne Bilder hoch, hoffentlich. Oh yeah, machen wir. Machen wir? Hoffentlich. Okay, ciao.